So, hier müsste, oder was hier oder da? Nee, hier war nur der Dolm. Können wir auch gleich mal gucken, ob wir den Dolm da hinten kriegen. Händler. Warum auf die hohen Preise in Erstal? Ja, warum die hohen Preise in Ersthalt, ja. So, das ist leicht, das ist mittel, das behalte ich. So, Holz, das kann eigentlich, das brauchen wir nicht. Holz brauchen wir nicht. Eisenaxt, das brauchen wir. Eisenbarren, ja, für Waffen. Daher belasse ich ja. Lasse ich auch das Zeug da noch drin. So, das ist Holz. Das brauchen wir einfach nur zum Zerkloppen. Damit wir XP kriegen. Das behalten wir. Die Talmohrhaube kann. Na, ich habe die jetzt verkauft. Halt. Warum auf die hohen Preise? Ja, ich will nur reparieren. Bevor es zu teuer wird. Was hast denn du da gerade gemacht? So, ich kann auch trotzdem mal gucken, was haben wir denn eigentlich an? Was haben wir denn eigentlich hier für Durchschnittslevel 10? Wie viel Leder haben wir? Nicht sehr viel. Mal gucken. Okay, was? Gebot auf einen Gildenhändler abgeben. Nee, danke. Gildenplan haben hier Trade Union. Mal gucken, ob die Handwerkszutaten haben. Für, nee, nicht Schreinerei. Schneiderei. Material. Nicht, was ich jetzt momentan brauche. Nee, nee, nee. Oh, 46 mal Rohleder. 4, ja, gleich 50 und kostet gerade mal 1 Gold mehr. Und für 500, das nehme ich gleich mit. So. Hier können wir gleich noch ein bisschen Equipment zusammenschustern. So, erster, da unten ist der Dolm. Ne, der ist gerade nicht offen, okay. Aber wir können ja trotzdem hingehen, dann haben wir ihn schon mal erforscht. Vielleicht haben wir auch das Glück und er erscheint gleich. Oh, bezüglich des Ebenerzpaktes. Neues Buch entdeckt. Dolmen von Waffe. Scheinbar haben wir das Glück gerade nicht auf unserer Seite. Aber wir haben ihn zumindest entdeckt. Mal kurz geguckt, nicht dass hier hinten noch irgendwo eine Himmelsscherbe rumgammelt, die unbedingt abgeholt werden möchte, hätte ja sein können. Huhu, oh, ein Krabi. Das war nicht der Dolmen, das war das da. So, wir können auch kurz mit dem ersten Auridon Seesoldaten da sprechen, damit die Kristalle nicht mal weg ist. Die stört mich jetzt da, dass die sich immer jedes Mal aktiviert. Grüße. Erst halt entdeckt. Hier ist. Bleib stehen! Ersthalt wird belagert. Ihr müsst wieder auf die Hauptstraße zurückkehren. Warum? Ich bin gekommen, um mich vor den Angriffen der Dedra zu warnen. Aber wie es aussieht, kämpft ihr schon. Traurigerweise ja. Der Angriff ist in vollem Gange. Ach, schade. Bleibt stehen. Ersthalt wird belagert. Ihr müsst wieder auf die Hauptstraße zurückkehren. Kann ich helfen? Ich habe in der Vergangenheit mit Rasundar gearbeitet. Seid ihr eine von Ras Leuten? Mara sei Dank. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Es gibt überall Dedra. Portale ins Reich des Vergessens haben sich in der Stadt geöffnet und eine Armee dieser Bestien droht, Ersthalt zu erobern. Ja, wir hatten die Portale geöffnet. Es ist für mich schwer zu glauben, aber Berichten zufolge steckt Sippenhochfürstin Estre dahinter. Wir halten hier noch die Front, aber das könnte sich jeden Augenblick ändern.
Schlachtenvogt Urkelmo hat einen Läufer losgeschickt, um Hilfe zu holen. Er hat anscheinend einen Plan, um mit diesen Bestien fertig zu werden. Wir sprechen mal sofort mit Schlachtenvogt. Er ist in der Halle der Magiergilde. Geht einfach geradeaus und über die Brücke. Trinimax Klinge behütet. Wir hatten Estra das geschafft. Der Sippenhochfürst wusste nichts von ihrem Verrat. Er hat sie in die Stadt geführt und das war's dann. Nachdem die Tore in die Totenländer sich öffneten, verloren wir den Kontakt zu Rilis. Ich hoffe, dass er noch lebt. Die Totenländer? Merun ist Dagons Ebene des Vergessens. Es ist ein Ödland. Dort gibt es nichts außer Felsen, Lava und Dendra. Als sich die Tore öffneten, konnte ich einen langen Blick darauf werfen. Und dieser Geruch. Maras Herz hat dieser Ort gestunken. Ah, natürlich. Ihr habt gesprochen, als würdet ihr Rasen da erkennen. Er ist hier. Er ist gleich nach dem Schlachtenvogt hier aufgeschlagen. Er sagte etwas über die Unterstützung der Seesoldaten und der Gilden. Ihr wisst, wie er ist. Wisst ihr, was Urkelmo vorhat? Estre hat eine Barriere um das innere Kastell erschaffen. Wir müssen einen Weg an ihr vorbeifinden, um an die Portale heranzukommen. Ich denke, der Schlachtenvogt und der Gildenleiter planen, dieses Ding zu knacken wie eine Eierschale. Mit einem Frontalangriff. Ja, das glaube ich wiederum eher nicht. So, aber trotzdem, wir wollten erstmal noch andere Quests abschließen. So, wir haben ja nämlich noch ein paar Billig-Polen-Quests hier noch. Die einfach nur noch abgeben müssen. So. Da unten müssen wir hin. Und das super gratis, weil wir den Stein benutzen. Ja, Wegschreine eignen sich nicht nur zur Wiederbelebung. Wenn ihr einen Wegschrein entdeckt habt, könnt ihr von ihm aus zu anderen Wegschreinen schnell reisen. Guter Tag, sich Ärger vom Leib zu halten. Das stimmt allerdings. So, betretet die Verbannungszellen, sprecht genau in Hulkelwacht mit der Innen. Und da können wir uns gleich noch ein bisschen Ausrüstung zusammenschneiden, wenn wir schon mal in Hulkelwacht sind. So, bin ich Level mal 13. Einmal 14 kann ich mir gleich das maximale Equipment für das Level schon herstellen. Das heißt maximal. Ui, eine schiefe Tür, weil es noch nicht richtig geladen hat. So, dann können wir uns. Aha. Natürlich. So, Angel. Sterne am Himmel, noch mehr Unterbrechung. Ja. Ist es wichtig? Ja. Ich überwache im Moment ein sehr wichtiges Experiment. Nein, das tust du nicht. Du achtest im Moment auf mich. So, seid ihr Angel? Ja, die bin ich. Entschuldigt, aber kennen wir uns? Euer Gesicht ist mir unbekannt. No, ich bin eure Freundin Betty in Bewahn begegnet und... Ha, sie hat aufgegeben, richtig? Wusste ich's doch, dass dieses graue Mäuschen nicht mit mir mithalten kann. Ich weiß schon genau, wofür ich ihr Geld ausgebe. Ich werde mir dieses fantastische Aegis-Kleid kaufen. Nun, natürlich. Eigentlich ist sie tot. Tot? Hm. Nun, das tut mir leid für sie. Sie hat die Wette wohl verloren. Wartet, habt ihr mit ihr gesprochen, bevor sie starb oder danach? Danach. Sie meinte, ihr hättet einen gemeinsamen Zauber gewirkt, der sie in Nürn festhält. Ich schätze, ich kann mich mit ihrem Gold und dem Geschmack des Triumphs trösten. Betty, ich erkenne an, dass ihr verloren habt. Ich entlasse euch aus unserem Vertrag. Oh, natürlich. Wie selbstlos. Ihr wollt mein Geld für ein Kleid ausgeben? Wartet nur, bis ihr Aetherius besucht, Angrel. Dann bekommt ihr es erneut mit mir zu tun. Ihr seid nur eifersüchtig darauf, wie gut ich aussehen werde. Ach ja, Frauen unter sich, ey. Ja. Herrlich. Da haben wir die ganzen Vorurteile gehabt.
So, wir wollten jetzt erstmal was kleidungsmäßig nehmen. Wir schneiden uns auch erstmal eine eigene neue Rüstung. So, nee. Warte mal, haben wir sie überhaupt schon abgeholt? Nee, wir haben sie aber nicht abgeholt. So, Gegenstand gekauft. Anhang nehmen. X löschen. Anhang nehmen. Mit X löschen. So, verwerten oder? Nee, zum Analysieren nehme ich mal. Nee, Stoff brauche ich nicht. Ja, ich bin mir sicher, dass ich die Eigenschaft erlernen möchte. Passt genau, kann ja leider nur eine Analyse machen. Zumindest am Anfang. So, leichte Rüstung brauchen wir nicht. Das behalten wir noch kurz. So, ich würde sagen, stellen wir uns erstmal mal ein bisschen Rüstung her. Was ist das denn? Oh, so. Wir haben die Nord-Dinger hier. Ja, das brauchen wir auch nicht. So, wir haben eine Verzauberung drauf. Und verstärkt die Eigenschaft. Wir haben noch gar keine Rüstungseigenschaften, okay. So, das ist nur Schutz maximal Ausdauer. Super, das hat uns ja bisher auch nicht viel gebracht. 70 Rüstung hätte die dann. 64 hat sie jetzt im Moment. 5 Rüstung mehr, ne? Nicht Quatsch, nicht 5. Na, da haben wir es doch schon. Ignore Ones. Ich weiß gar nicht, ob man den Fehler jetzt mit dem Let's Play gesehen hat. Normalerweise kriege ich dann immer auf Desktop. So, 56 hat es auch. Nee, das lassen wir so, würde ich sagen. Das lohnt sich da nicht. So, 32 Rüstung. Ich gucke jetzt einfach erstmal nur nach der Rüstung. Weil was anderes brauchst du am Anfang eh nicht. Ach, Skandal. So, für Level 8 hat man das letzte Mal hergestellt, okay. Na schon, das ist für Level 12, für 4 Level höher. Ich hätte mir natürlich auch noch Sauben kaufen können, dann hätte ich alles aus Grün gehabt. Warte mal, wie viel bräuchte ich denn da? 100%, wenn dann bräuchte ich schon 100%, weil bei 80% schlägt das immer noch bei mir fehl. Das ist so ein Talent habe ich halt. Also 5, 10, 15, 20, 25, 30 bräuchte ich. So ein Glück habe ich da immer. Na, mal gucken, ob die das da hinten haben. Ich weiß es nicht. Ich werde sehen. Ich hoffe es mal. Wie jetzt eigentlich mit Quatsch? Mann! Immer dieses Hin- und Hergedrücke hier. 12% mehr Umfang mit Erfahrung, okay. Ja, das können wir auch noch verbessern. Brauchen wir Hohensteine. Haben wir Hohensteine zufällig? Ja, wir haben 2 Hohensteine, super. Ja, Augusta Terre, genau. Warum sich die Leute immer so lateinische Namen, das kann auch kein Schwein aussprechen, für ihre Gilden ausdenken. Saum. Was habe ich gesagt, wie viel Saum wir brauchen? Oh, ich kann mir nicht mal mehr 1000 leisten. Ach, na bitte, das war's schon. Juhu, ich habe 81 Gold. Wie, ich habe noch keine Nachricht erhalten. Ich habe mir Rathaus gekauft. Den Saum habe ich noch nicht im Inventar. Ah, jetzt so.
Ich auch. So. Ja, ich bin mir sicher. Da schnellt nämlich die Rüstung ganz ordentlich hoch. Ja, also von 65, was war das? Von 56 auf 64 geht dann nämlich die Rüstung zum Beispiel hoch, jetzt bei der Hose. Nur mal als Beispiel. Mann! Nur die Zoom-Ständigkeiten. So, jetzt kann ich das mal zusammenpacken. So, hol dir Helm. Und Lederschoner. Schulterklappen. Und ein Bams. So, und den Rest zerschreddern wir hier einfach. Gibt um dort noch ganz gut XP. So, Mensch, lass mich doch mal hier durch. Ich bin wichtig, zumindest meistens. Huch. Kameradin, auf ein Wort. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Kameradin, ich habe eine dringende Nachricht für euch. Na, was ist denn schon wieder? Gildenmeisterin sieht alle Farben, möchte euch schnellstmöglich sehen. Sie sagte, das Tagebuch hätte etwas über einen Vivicus enthüllt, was auch immer das ist. Sie erwartet euch in der Gildenhalle. Welche denn? Ihr findet sie in der Halle in Eldenwurz, Kameradin. Mögen die Acht über euch wachen. Was hat sie denn gesagt? Keine Ahnung. In der Halle munkelt man, sie würde Tag und Nacht an einem geheimnisvollen Projekt arbeiten. Ich habe sogar Schriftgelehrte der Magiergilde dort herumlaufen sehen. Seltsam. Tja, finde ich auch. Das ist total seltsam. Wenn sich andere Leute Hilfe suchen, das ist total seltsam. Sag ich mir auch jedes Mal. Nur so geil, einen Dolmen so dicht vor der Stadt zu haben. Das bezweifle ich aber nur ganz stark. Ja, diese Stadt hoch, das Ufer nerven aber auch ganz schön. Der wurde enttarnt, sie wurde enttarnt, der wurde getötet. Der wurde ausgelacht. So, ab hätten wir noch ein bisschen was zerkloppen können. Na egal. Moment aus Prinzip nicht. Damit unser Inventar voll ist. Eigentlich wollte ich noch die Rüstung einfärben, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. So, dann gehen wir mal wieder nach, da ganz oben, meine Fresse, ey. Sind wir schon weit rumgekommen, das ist ja Wahnsinn. So, dann werden wir mal nach da drüben rennen gehen. Oder auch nicht. Ach doch, wir können rein. Doch, wie wir diese Dremor-Fenster gucken, uns wenn das mal bis dahin. Ciao!